Ladies and Gentlemen, dieser Livestream und dieses Video wird präsentiert von One Gaming, mein Gaming-Sponsor. Herzlich willkommen. Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen Freitag. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir machen heute Folgendes, Leute. Und zwar haben wir zwei Sachen. Und zwar haben wir hier drüben, ist unsere Batterie drin. Wir haben hier oben drauf unser System, was anzeigt, wie viel Strom verbrauchen wir, wie viel Strom ziehen wir. Und wir haben hier unten, und das wird heute der Platz, auf den wir überhaupt sein werden. Wir haben hier den Solarladeregler, wir haben hier den Wechselrichter, wir haben hier den Ladebooster und wir haben das Ladegerät. Dann haben wir hier unten den Input, die 230 Volt, die reinkommen, und wir haben hier drüben einfach unsere Batterie. So, was wir heute allerdings machen, und das ist das, was jetzt sehr, sehr interessant ist, wir werden heute die Technik hier einmal rausreißen, weil wir neue Technik haben. Wir haben momentan das Problem, dass dieses ganze PC-System und alles immer von 12 Volt auf die 230 Volt geht, dann sie adaptiert wird und dann auf die Boxen, auf den PC und sowas geht. Das Problem ist aber, wenn wir jetzt Strom anschließen, haben wir das Problem, dass wir umschalten müssten und aber das System trotzdem super umständlich lädt, weil wir haben nur ein 30 Ampere Ladegerät, das ist sehr, sehr wenig. Und gleichzeitig haben wir zu dem 30 Ladegerät, zu diesem kleinen, was wir hier haben, auch noch das Problem, er lädt dann nur die Batterie, zieht aber auch gleichzeitig von der Batterie. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe, aber ich zeige euch jetzt, warum wir switchen, beziehungsweise was der ganze Gag ist. Dazu gehen wir wieder ein Stück rein. Wir haben momentan das System, dass wir nicht den PC nutzen können und wenn die Batterie zur Neige geht, laden können, während wir gleichzeitig den Strom, also den Landstrom, auch noch nutzen können. Das ist ein bisschen das Problem. Und dafür haben wir jetzt ein bisschen was getan und gemacht. Und zwar haben wir hier das hier. Ist nur Verpackungsschutz. Ja, alter Schwede. Jetzt geht es um Folgendes. Und zwar erkläre ich euch das ganz kurz. Dieses Gerät hier ist der sogenannte MultiPlus 2 von Victron. Was macht das Ding? Im Endeffekt super einfach. Dieses Teil bekommt einmal Plus-Anschluss. Und zwar hier einen Plus von unserer Batterie, ja, wie wir das auch schon kennen. Dann haben wir hier ein Output für die 230 Volt. Und wir haben hier einen Input für 230 Volt. So. Und jetzt denken sich ein paar wahrscheinlich so, hä, das hattest du davor auch schon? Ja, aber wir haben hier diesen Vorteil, dieses Gerät kann innerhalb 20 Millisekunden von dem Landstrom zum internen Strom, also zum Konverterwechselrichter von der Batterie umschalten, sodass kein Computer dabei ausgehen wird. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Dann haben wir gleichzeitig hier drin auch noch ein Ladegerät. Das ist eigentlich so das größte Ding überhaupt. Alter, Böni. Ja, du hast alles. Der kann halt nachher laden, gleichzeitig den PC mit Strom versorgen und die Batterie wieder vollpumpen. Das ist das Erste. Dann, habt ihr ja schon mitgekriegt, haben wir noch ein weiteres Solarpanel für mobil. Heißt, auch dieses weitere Solarpanel braucht natürlich einen weiteren sogenannten Ladebooster. Und auch den weiteren Ladebooster haben wir natürlich hier. Das werden wir jetzt erstmal, solange wir anschließen können, werden wir das vielleicht auch machen. Aber wir werden jetzt erstmal improvisieren und wieder die Kabel abzwicken. Mit den Kabeln, mit den Langkabeln hier direkt rangehen und einfach mal gucken, kriegen wir Saft rein, wird uns alles angezeigt, tut es. Und dann haben wir natürlich noch die Geschichte, wir wollen ja jetzt auch wieder wissen, hey, was macht eigentlich die Batterie und Co. Und dafür haben wir den sogenannten Smart Shunt, der wird minus zur Batterie angeschlossen und minus zum System, heißt, wir gehen die auf minus raus, auf unsere Brücke und hier rein. Wir müssen noch die ganzen Kabel heute neu krümpen und so. Und gleichzeitig, nachdem auch das schon gekommen ist, brauchen wir jetzt noch ein System, was dieses ganze Zeug überwacht. Dafür ist der sogenannte SEPO GX da. Der SEPO GX verbindet alle Geräte miteinander. Und das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte ist Folgendes. Der liebe Dennis hat mir gesagt hier, dass man ein HDMI quasi hier anschließen kann und ein HDMI Display. So, also hiermit können wir nachher alles steuern, wir sehen hier alles. Und da der Bühne und ich aber schon ein bisschen älter sind und nicht mehr so gut sehen, hoffen wir mal, dass auch dieses Display hier dran funktioniert. Das probieren wir auch gleich mal kurz aus.
einfach um zu sehen, tut das oder tut das nicht. Das funktioniert sehr, sehr schnell zum Testen. Das machen wir jetzt allererstes. Ach so, ja, genau. Jetzt kommt natürlich noch die Geschichte dazu. Da wir eine Leistungssteigerung im Bus gemacht haben, leider nicht von den PS-Anzahlen, brauchen wir natürlich auch ein bisschen mehr Kabel. Und zwar 50 Quadrat. Darf ich euch zeigen? Ist 50 Quadrat. Ihr seht hier, das ist mein kleiner Finger. Das hier ist das Kabel. 50 Quadrat, genau. Ich glaube, mein Finger passt auch nicht rein. 50 Quadrat passt hier aber super rein. Die Dinger sind, mein Papa hat schon gesagt, ein bisschen friemlich. Aber er hat auch gesagt, es funktioniert. Komplett hier rein und dann seht ihr auch, das passt. Und im Endeffekt hat der liebe Kurt uns hier noch Schrumpfschlauch rausgesucht. Der kommt dann hier drüber und dann sieht die ganze Geschichte so aus hier. Ist schön abgesaved. Und dann sind auch die ganzen Elektriker, glaube ich, sehr glücklich. Auf Wiedersehen! Was wir jetzt kurz testen, einfach weil ich wissen will, ob es tut, ist folgendes. Einmal unser Strom, den schließen wir jetzt kurz an unsere, wir haben hier auch eine Autobatterie noch stehen. So. Jetzt stecken wir das einmal hier kurz ein. Dass es tut, weiß ich auf jeden Fall schon, weil wir haben es schon probiert. Also es geht auf jeden Fall schon an. Und jetzt kommt eigentlich die spannendste Sache. Weil wenn das natürlich geht, wäre es endgeil. Ah. So sieht das ganze Spiel aus. Benachrichtigungen. Ne, es muss schon tun. Ah, es wird gestartet wieder. Es ist wieder aus. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn es getan hätte, gell? Das hatte ich ihm doch gesagt. Weil auf so einem großen Display wäre es natürlich jetzt schon cool gewesen. Ach Mann. Okay, jetzt machen wir zumindest den Test. Ihr seht auf jeden Fall, es tut alles. Also müssen wir leider doch mit dem kleinen Display. Es wäre jetzt schade, weil das andere Display, also das hier kostet halt nur 60 Euro. Und es ist größer. Es wäre natürlich jetzt cool gewesen, wenn es damit geklappt hätte. Wir fangen jetzt an. Womit? Wir verbinden jetzt erstmal die ganzen kleinen Sachen. Und alles andere stecken wir jetzt erstmal ab, hätte ich gesagt. Mexiko! Genau, wir machen es so, damit es gerade passt, damit es ein bisschen weiter unten ist. Mal ganz kurz. Gib mal mir. Da kann ich euch jetzt einmal zeigen, wenn ihr Bock habt. Festgedreht und hebt. Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag. Wir haben die Sicherung gefunden, zwar nicht hier im Bauhaus, aber wir wollten noch Werkzeug kaufen. Wir haben das Problem gehabt, wir haben bis jetzt von meinem Vater das ganze Werkzeug und so genutzt. Heißt, wir haben uns überlegt, was für einen Werkzeugkasten wir kaufen und der nette Bauhausmitarbeiter hier hat uns die aufgemacht, wir haben beide angeguckt und wir haben uns für diesen Werkzeugkasten entschieden und zwar von Wiesent, ein wunderschönes, großes Teil und ja, herzlichen Glückwunsch, das ist einfach ein Werkzeugkoffer. Im Endeffekt haben wir hier jetzt alles so mit dabei. Wir haben ja auch noch einen komplett eigenen Bitsatz. Also im Endeffekt sind hier die ganzen Fit-Aufsätze, die ganzen Adapter einmal drin. Ansonsten haben wir auch noch hier so ein Ding, das finde ich tatsächlich geil. Engländer heißt das. Wie? Ein Engländer. Das kannst du übelst oft und echt gut gebrauchen tatsächlich. Das ist richtig geschickt. Ja, ansonsten ist halt so Standardzeug hier drin, was irgendwie jeder hat. Das Wichtigste sind für uns eigentlich die ganzen Schraubenzieher, gerade jetzt hier für die Elektrik und so. Es ist der ein oder andere Torx, also so das Standardmaß an Torx mit dabei. Und aus dem Grund habe ich gesagt, das ist eigentlich echt perfekt für das, was wir machen. Und wir haben alle Zangen und sowas dabei. Heißt, wir haben jetzt gerade die anderen Sachen mal rausgeworfen, dass wir das eigene Werkzeug nutzen. Was wir jetzt als allererstes machen, wir müssen kurz die Adapter rausziehen. Wo sind die Kabelbinder? Keine Ahnung, in der Garage.
Sache. Alter! Digga, geil, es geht! Inverting. Nice. Er erkennt ihn. Inverter on, also es tut, Leute. Unser Inverter tut quasi, wofür wir ihn bezahlen. Also, da. Inverter invertet. Geil. Windows hochgefahren. Geil. Der Manu darf jetzt wieder seine Standardarbeit machen. Vorne reinschätzen. Kupplung, erster Gang. Bremse gedrückt halten, alles. Und einfach nur den Motor starten und die Kupplung bitte nicht loslassen dabei. Gut, einfach laufen lassen. Die Sicherungen bitte an. Ah, doch. Cool. Geil! Wo soll ich hingucken? Ja, geil, der PC läuft, Digga. Und ja. Er ist umgeschalten. Wir sind wir ziehen 1920 Ampere jetzt von dort. Ich hab nichts gecheckt. Und Bullseye erledigt. Ich glaube, dass ich das gerade gecheckt habe. Boah, krass, Digga. Wir ballern jetzt halt einfach 93 Ampere gerade in die Batterie. Und es läuft aber in. Also, er inventiert gerade, okay? Ja. Er macht jetzt Folgendes. Er hat jetzt gedacht, ah, ich habe Strom vom Land. Hat gesagt, okay, cool. Dann hast du dieses Klicken gehört. Ist der PC, der PC ist nicht ausgegangen. Ja. Aber wir haben jetzt Festnetz. Und wir laden gleich. Und du siehst jetzt, er läuft jetzt oben direkt gerade durch. Siehst du das? Diese die Linien hier, die laufen jetzt rüber. Achso, die blauen. Also er lastet perfekt den PC von der Garage und schiebt aber noch 93 Ampere in die Batterie. Und Gleichstrom stellst du da auch direkt mit versorgen. Ah, geil. Maries, geh mal kurz in das Auto und steck mal die Steckdose bitte aus. So, wenn es nämlich alles richtig funktioniert und wir dem den Strom klauen, wird er ohne. Dann erkennt er da oben jetzt gleich, ja, Inverting. Er ist schon übergesprungen. Das Klickgeräusch kam schon. Ja. Er hat es geschafft. Alter, geil. Ich hab dich, Fabi. Alles gut. Glück gehabt. Oh. So, kurzes Abschlussresümee. Wir haben alles umgebaut auf das sogenannte Victron-System. Wir haben zwei Solar-Laderegler, einmal für Solar auf dem Dach, einmal für 300 Watt Außensolar, was auch jetzt, obwohl ich würde nicht sagen, dass wir Sonne haben, aber dieses Panel da draußen bringt gerade trotzdem noch 7 Watt und das Ding auf dem Dach bringt gerade noch 23 Watt. Also das ist, ich habe das echt immer unterschätzt, das ist schon krass. Man muss aber auch dazu sagen, wir ziehen gerade richtig dreckig Strom. Wir haben den Rechner an, wir haben Boxen an, wir haben die Anlage vorne laufen, wir haben nicht überall, aber viel jetzt alles an Licht an, was wir hier überhaupt haben. Das ist schon krass, aber ich sag mal so, es funktioniert und es tut. Und da freue ich mich tatsächlich echt mega drüber, dass der zweite Solarladeregler auch tut. Finde ich auch super geil, freue ich mich auch mega. Im Endeffekt sind wir zum Großteil jetzt durch. Ich werde jetzt vermutlich noch so ein bisschen festschrauben und so, damit das alles passt. Abschließende Worte. Wir haben zwei Solarladeregler. Wir haben ein Sebron X, also die Systemüberwachung.
Wir haben einen 50 Ampere Ladebooster, der während der Fahrt das Auto lädt. Wir haben den Multiplus 2 mit 3000 VA. Das sind 2400 Watt ungefähr, die wir ziehen können. Und einen fetten Laderegler. Das hier ist jetzt die. So sieht es hier alles aus. Ihr habt hier einfach ein wunderschönes System. Ihr seht hier, dass gerade invertiert wird. Der Wechselrichter schiebt gerade 237 Watt rüber. Insgesamt ziehen wir gerade 300 Watt, was 23,4 Ampere entspricht. Gleichstrom und Wechselstrom hier. Und ja, jetzt gibt unser ganzes Solarladegerät, ihr seht es gerade selber, jetzt kommen nur noch 9 und 3. Die Sonne geht halt auch einfach gerade unter, ne? Muss man schon sagen. Jetzt geht nicht mehr so viel. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Darüber freue ich mich am allermeisten. We did it. Bis zum nächsten Video.